Brauchen wir überhaupt das Web 3? Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard Neumann Podcast. Hier bekommt ihr Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen NFTs, Web 3 und Krypto. Ja, spannende Frage. Brauchen bzw. wollen wir überhaupt das Web 3? Ihr könnt euch vorstellen, meine Antwort tendiert stark Richtung Ja. Und deswegen gibt es heute einen, einen kompakten Case für das Web3. Ich bin mir bewusst, viele Leute sehen das auch anders. Alles wunderbar. Heute sprechen wir aber über ein paar Punkte, warum das Ganze vielleicht richtig viel Sinn machen könnte. Ja, an der Stelle kurz gesagt, ich beziehe mich in dem Podcast oft ähm, auf ein Gespräch, auch auf einen anderen Podcast, der heißt Bankless Podcast, äh, kommt aus den USA. Und hier sprechen Andreessen Horowitz und Chris Dixon ähm, über die Neuerfindung des Internets. Und äh, das ist relevant, weil äh, Andreessen Horowitz... Tatsächlich von Anfang an beim Internet, beim Aufbau des Internets, also wirklich aus dem amerikanischen Staat, Militär heraus dabei war und somit äh, ja so ziemlich alles gesehen hat, äh, was da ähm, entstanden ist und auch warum eben, warum ist es so gekommen wie, wie bisher? Und äh, darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen. Und somit gehen wir es an. Also, heute möchte ich ein paar Konzepte vermitteln, warum das Web 3. Aus meiner Sicht und auch von anderen Menschen Sinn machen kann. Und dafür möchte ich einen kurzen Blick auf die Vergangenheit werfen. Und zwar war es so, als das Internet ähm, ja, erfunden wurde, ins Leben gerufen wurde, wie gesagt, der amerikanische Staat äh, hat es finanziert, hat es ähm, erforscht und somit war es am Anfang verboten, es war illegal, im Internet Geld zu verdienen. Das hatte auch den Grund, weil die SteuerzahlerInnen das finanziert haben und somit sollte das keine ähm, kommerzielle Sache sein. Wie wir wissen, heute ist es ganz anders gekommen, aber das war da, damals so der Grundgedanke und der hat eine ganz bestimmte Incentivierung hervorgerufen. Und zwar, wie ihr euch vorstellen könnt, war das dann eben nicht die direkte Incentivierung, sprich, hier ist ein toller Artikel, hier ist eine tolle Website. Wenn du den Artikel lesen willst, zahl doch 2 Cent oder 5 Cent mit Internetgeld. Ja, das Internetgeld da gab es damals leider nicht und es war eben auch verboten und somit war das kein valides Inzentivierungsmodell und Finanzierungsmodell, sondern es musste ein anderer Weg gewählt werden und zwar der Weg der, der Werbung, durch Werbung indirekt Geld zu verdienen auf Internetseiten. Und das hat ja das, das Web 1 und auch Web 2 sehr stark geprägt. Was auch noch ein Punkt war, wie Andreessen Horowitz äh, beschreibt, ist, ursprünglich wollten eigentlich alle ein offenes, dezentrales Netzwerk. Ja? Es haben sich viele, die, sich, äh, die am Anfang da dabei waren, haben sich gedacht, ah, das wäre doch mal toll, äh, offenes, dezentrales Netzwerk. Wir können die ganze Produktivität, die ganze Kreativität der Menschheit hier einfangen, es können sich Menschen miteinander verbinden und es in einer offenen Art und Weise, jeder ist inkludiert. Das war tatsächlich die Idee, allerdings haben zwei entscheidende Sachen gefehlt, wie Intreson Horowitz sagt. Und ähm, ja, er hat es nämlich auch ausprobiert. Ja, es war so, dass er mit seiner Firma Netscape mehrere Jahre daran geforscht hat, hey, wie könnte man denn irgendwie da Lösungen finden, aber zwei Probleme sind bestehen geblieben, die konnte er nicht lösen. Zum einen Internetgeld, ja, das hing natürlich äh, damit zusammen, dass es zum einen erstmal verboten war und zum anderen äh, gab es diese ganzen technologischen Fortschritte noch nicht damals. Und zum anderen gab es kein Eigentum im Internet. Ähm, sprich, das, das meiste, was man besitzen konnte, war eine Domain, ja, so wie zum Beispiel www.bernhardneumann.com. Die gehört mir irgendwie gefühlt. Ähm, aber mehr auch nicht, ja, alles andere sind Plattformen, sind Services von anderen, die gehören anderen und wie sich gezeigt hat, haben beide diese Sachen auch dazu geführt, dass das Internet nur ein paar wenigen großen gehört, ja, wie Google wie Amazon, wie Facebook und so weiter und so fort. Und ja, das war sehr spannend für mich äh, zu hören, weil ihr könnt euch schon vorstellen, wo ich hin will. Die großen ähm, ja, Claims von Krypto und von Web3 sind natürlich, hey, wir haben hier eine, eine digitale Währung, dezentral im Fall von Bitcoin zum Beispiel, äh, die, die nativ ist, die keinen Mittelsmann, keine Mittelsfrau braucht, sondern äh, da geht es direkt. Ähm, und Zusätzlich haben wir in Form von NFTs ähm, und der Blockchain haben wir die Möglichkeit, digitales Eigentum zu schaffen, beziehungsweise uns auf digitales Einig äh, Eigentum zu einigen. Und das ähm, ja, ist tatsächlich der Schlüssel aus Sicht äh, von, von vielen Experten. Jetzt können wir ein, ein dezentrales Netzwerk aufbauen, weil wir diese zwei Sachen gelöst haben. Und das, das fand ich wirklich, wirklich spannend. Hier vielleicht auch nochmal ein Hintergrund, wie, wie entscheidend das sein kann, also auch wirklich die Ausmaße von dieser ganzen Blockchain-Erfindung. Und zwar beschreibt Andreessen Horowitz, dass viele Ökonomen gehen davon aus, dass das wichtigste Event auch in eigentlich der wirtschaftlichen Entwicklung war unter anderem Eigentum von Land. Das heißt, davor wurde das nirgendwo festgeschrieben, man konnte es nicht wirklich besitzen, das Land, aber als dann eben ähm, ja, Titel herausgebracht werden, hier steht es: dieses Stück Land gehört dir. Das ähm, hat sehr, sehr viele Implikationen gehabt, weil jetzt konnten Menschen auf einmal auf eine Sache aufbauen: Naja, das, das kann ich mir sicher sein, mir gehört jetzt dieses Stück Land und jetzt ja, verbessere ich dieses Stück Land, jetzt baue ich hier was auf. Ich baue, ja, irgendwelche Gemüse an, ich, ich baue mir ein Haus drauf, ich baue einen Laden drauf, ich baue eine Schule drauf. Es war möglich, nun auf Sachen aufzubauen und das war ein ganz entscheidender ähm, Wendepunkt in der, in der weltwirtschaftlichen Entwicklung, und genauso ähm, kam dann auch, dass man die Sachen beleihen konnte. Und so entstand ein System, das bis heute besteht, das aber ganz, ganz elementar ist, weil ohne Besitz ist das einfach nicht möglich. Da bringt es nichts, groß was aufzubauen. Da sind die, ist die Incentivierung nicht da. Ja? Wenn mir das nicht gehört und mir das morgen jemand wegnehmen kann, dann werde ich da nicht all meine Zeit und Energie reinstecken, um da was ganz Tolles aufzubauen. Und wenn wir das jetzt mal übertragen. Ähm, Auf Web 3, was, Web 3 wird ja oft die Ownership Economy, ja, die Eigentumseconomy genannt. Jetzt schaffe ich das Ganze im digitalen Raum und damit meine ich nicht nur irgendwie Land im Metaverse, sondern im allgemeinen ähm, Eigentum schaffen, ja, Musik, äh, Kunst, äh, was auch immer. Es besteht durch Web 3, durch die Blockchain-Technologie, besteht die Möglichkeit, dass wir uns darauf einigen, ja, dieses Eigentum gehört dieser und dieser Person. Und ähm, das ist äh, ja ziemlich revolutionär und löst tatsächlich einige Probleme, die wir bisher hatten und keine Lösung hatten, um ein, ein tolles Netzwerk ähm, herzustellen, das wirklich alle Leute inkludiert und das das Potenzial der, der Welt wirklich ausschöpft. Es gibt ein sogenanntes Joyce-Law. Und das passt ja auch sehr gut rein, das hat auch Andreessen Horowitz erwähnt. Und zwar, egal wer du bist, die meisten der klügsten Leute arbeiten für jemand anderen. Das war so seine, seine Aussage. Und was er damit meint, ist, ein Unternehmen kann eine Anhäufung von ganz schlauen Köpfen sein, die tolle Sachen machen. Dennoch sind... Alle anderen zusammen natürlich viel schlauer und können viel mehr machen als dieses Unternehmen. Egal wie groß dieses Unternehmen eigentlich ist, sehen wir in der Welt. Ja, auch selbst wenn es Google ist, äh, da arbeiten Zehntausende von Leuten, trotzdem die Mehrheit der, der tollen Köpfe, die sind außerhalb dieses Unternehmens. Und das ist auch ein ganz tolles Argument äh, für diesen Gedanken, diesen dezentralen, offenen Gedanken äh, vom Web 3 dass wir es schaffen, durch, durch diese offene Struktur ja, Zugriff auf alle äh, klugen Köpfe und all diese Produktivität, all diese Kreativität zu bekommen. Äh, die können alle teilhaben. Das muss nicht mehr eingegrenzt sein in, in Unternehmen und in gewisse Software, die geschlossen ist, sondern es ist alles Open Source. An der Stelle vielleicht auch gesagt, Open Source, glaube ich, ist jedem von uns schon oft begegnet beziehungsweise begegnen uns absolut jeden Tag, denn 99% der Software in der Welt ist Open Source. Also dieses Prinzip, dass äh, ja, viele Menschen auf, tolle, auf bessere Lösungen kommen als ein paar wenige, das äh, hat sich bereits durchgesetzt in unserer Welt. Und äh, da äh, möchte Web3 eigentlich einfach nur weitermachen. Und somit, ich glaube, äh, Intrusion Horowitz hat sich nicht dahin reißen lassen, aber... Die Moderatoren des Podcasts haben gemeint, ist denn nicht das Web 3 das Web, das Netzwerk, das wir immer haben wollten, aber nicht machen konnten? Ja, Intuition Royals hat die Antwort gegeben, ja, mit der, mit der Blockchain, das ist, was uns damals gefehlt hat. Und äh, somit finde ich das echt eine äh, ne coole Sache. Also es äh, <laughs> begeistert mich einfach. Ähm, ein, ein witziges Beispiel hier noch, das, ähm, das genannt wurde, und zwar, man stelle sich vor, man baut ein Haus und jetzt läuft es ja irgendwie nicht irgendwie falsch konstruiert, da ist der Wurm drin. Ja? Und jetzt ist im Open-Source-Gedanke, wäre es jetzt so, dass morgen stehen die besten Architektinnen, äh, die besten Bauarbeiterinnen die besten Leute, die, die so, ein, so ein Projekt leiten, die stehen vor der Tür und sagen, okay, geh mal das an. Und das ist zum einen Open Source, aber zum anderen beschreibt es auch, was, ähm, was äh, die, die beiden Sprecher hier in dem Podcast beobachten. Die sind, äh, die sind mit der größte VC-Fund der Welt, der erfolgreichste ähm, und die sehen, dass unheimlich viel tolle Leute in diesen Web3-Space strömen, um da zu arbeiten, um da Probleme anzugehen. Ja, es gibt genug Probleme. Also diese es es gibt viele Kritiker von Web 3, von NFTs, von Krypto und da sind auch viele valide Punkte dabei. Aber der Punkt ist ja, dass solche Probleme auch oft ähm, ja die warten auf Lösungen und äh, das ist was Unternehmer*innen tun. Die sehen Probleme und finden Lösungen dafür. Und ich sollte uns allen Bewusstsein, dass das äh, viele Sachen hatten am Anfang Probleme. Ja, es ist äh, im Allgemeinen schwer, dass neue Technologien erstmal ein paar gute Use Cases haben. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie nichts wert sind, sondern das heißt einfach, dass da einige Probleme noch bestehen, die aber gelöst werden können. Jetzt ist es so, dass Krypto und NFTs Web3 schon einiges lösen. Das klappt schon ganz gut, aber da geht natürlich noch mehr. Eine weitere spannende Sache fand ich noch, ähm, wie Chris Dixon auch über Web3 gesprochen hat. Und zwar für ihn ist, ist das Web3, das sind Blockchains, die im Prinzip eine neue Art von Computern sind, die bestimmte Fähigkeit haben und äh, Programme garantiert ausführen. Ja? Wir haben schon öfter darüber gesprochen, so ein Smart Contract, einmal programmiert, läuft der garantiert so ab, wie er ablaufen soll. Ja? Es, das Wichtige ist, dass man sich vorher einigt und sich bewusst ist, was der tut. Aber wenn, wenn das dann beschlossen ist, dann ist da kein Fragezeichen dahinter. Sprich, hält sich die eine Partei dran oder hält sich die andere Partei dran? Nein, das ist nicht mehr die Frage. Die einzige Frage ist dann, tut dieser Smart Contract das, was er soll? Und wenn das über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte der Fall ist, dann kann man sich da ziemlich drauf verlassen. Ich glaube, ihr habt schon tausendmal gehört, diese Einordnung, was ist Web 1, was ist Web 2, was ist Web 3. Dennoch würde ich sie nochmal mitnehmen, weil Chris Dixon es, glaube ich, ganz schön gesagt hat und wir können das relativ kompakt hier ja, einordnen. Web 1, Informationen lesen. Ja, da war nicht viel möglich im Web. Du hast ganz komisch eine Webseite aufgerufen, dann stand da was. That's it. Web 2, Demokratisierung der Veröffentlichung. So hat er es genannt. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, jetzt seine eigenen Gedanken sehr viel leichter zu teilen. Man konnte interagieren über Social Media oder kann das noch immer natürlich. Aber das war natürlich ein, eine große Revolution, die zu Firmen wie Facebook, für Instagram, was auch immer geführt haben, YouTube. Das, das war natürlich ein toller Fortschritt, aber hat auch dazu geführt, dass sich das sehr stark zentralisiert hat, sprich... Ein paar wenige sind riesig geworden, so wie Facebook, so wie Google. Und denen ja, gehört bis heute im Prinzip das Internet. Und er sieht Web 3 als die Demokratisierung des Eigentums durch Token. Also ähm, Menschen können Eigentum im digitalen Raum haben ähm, und dadurch verteilt sich auch wieder äh, diese ganze, nicht nur die Macht, sondern auch das Eigentum und der Wert, der geschaffen wird, der geht mehr an die Leute zurück, die auch den Wert äh, in diesem System liefern. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich so der, der Web 3-Gedanke, der ist wirklich ähm, relativ edel, glaube ich. Also das ist natürlich eine Bewertung, aber... Ähm, das klingt doch eigentlich gar nicht schlecht, dass, dass, dass jeder daran teilhaben kann, dass das offen ist, dass, dass es dezentral ist, sprich es gibt nicht ein paar, die hier das Zepter in der Hand haben, sondern das verteilt sich auf alles und hat so eine, eine Riesensicherheit, dass keine kein ein, eine Partei da irgendwas verändern kann und dass das Incentivierungsmodell so gelegt, dass man, indem man Wert schafft, indem man beiträgt zu einem Netzwerk, dass man dann auch absolut daran beteiligt ist. Und ich glaube, das, das beschreibt schon ganz gut. Ein letzter Gedanke, den ich noch teilen möchte, ist, es gibt oft die Kritik, dass jetzt, man sieht schon im Web 3, da ist auch wieder eine Zentralisierung. Oft wird da das Beispiel OpenSea, das ist der größte Handelsplatz für NFTs weltweit, also mit Abstand der größte 95 Prozent des Handelsvolumens, wird da ähm, ja erwirtschaftet. Und äh, da sagt dann jeder, ja, schaut, schaut doch hin, äh, das ist auch schon wieder zentral. Aber hier kommt ein, ein ganz entscheidender Unterschied, ähm, der, der finde ich ähm, wert ist, darüber zu sprechen. Und zwar, ja, es stimmt, dass, dass das ein quasi Monopol ist, aber ähm, das liegt hauptsächlich daran, dass die einfach die Ersten waren und dass das jetzt alles so gelaufen ist. Aber was, was grundlegend anders ist, ist, dass die. Die, die Assets, die, die, die Wertstücke, die hier gehandelt werden, die sind nicht an diese Plattform gebunden. Ja? Das ist nicht ein Post auf Facebook, der, der, nicht, der kann nicht transferiert werden auf einmal auf Twitter oder irgendwo anders hin, sondern die grundlegenden Sachen sind NFTs, die auf einer öffentlichen, dezentralen, also oft dezentralen Blockchain liegen. Und somit sind die überhaupt nicht gebunden an OpenSea. Jetzt ist es so, dass OpenSea gerade der Spieler ist, der hier am, äh, am größten gewinnt und am größten ist. Aber in jeder Sekunde kann ein Konkurrent kommen und auch auf diese NFTs zurückgreifen, die darstellen und verkaufen. Äh, Gibt es auch schon einige Konkurrenzprodukte? Und das ist wirklich ein riesen, riesen Unterschied, dass die, die grundlegenden Wertgegenstände, Assets, dass die nicht an die Plattform gebunden sind. Und das macht sie frei. Das macht sie frei für Konkurrenz und somit. Kann am Ende die Plattform gewinnen, die, die den besten Service liefert. Und man sieht es auch schon, ehrlich gesagt, also OpenSea nimmt 2,5 Prozent. Da beschweren sich Leute wie ich, wobei ich beschwere mich nicht, aber viele beschweren sich: hey, das, was soll denn das? 2,5 Prozent. Wenn man das mit was anders vergleicht im, im Kunsthandel, da sind wir bei 20, 30, 40 Prozent. Also zeigt schon mal, okay, die können das nicht machen, weil sie Konkurrenz haben. Ja, das ist der, der Punkt, den ich noch machen wollte am Schluss. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, ich fand es äh, ja, super spannend, äh, das, äh, die ganze Sache zu erfahren und dann auch für mich nochmal einzuordnen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt äh, gerne irgendwie ein Like verteilen oder äh, eine, eine Bewertung. Ihr könnt auch gerne den Podcast abonnieren und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.